Christina Ricci's Scheidungsverhandlung mit endlich durch. Jetzt kann Christina Ricci, 42, dieses Kapitel wohl final abschließen. Vor über 2 Jahren hat die Schauspielerin die Scheidung von ihrem Ex-Mann James Hedigan eingereicht. Die beiden waren 7 Jahre lang verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, Freddy ist heute 8 Jahre alt. Zwar ist die Penelope-Darstellerin mit Mark Hampton bereits weitergezogen, hat sich neu verliebt, wieder geheiratet und noch ein Kind bekommen, trotzdem konnten einige Einzelheiten in der Scheidungsverhandlung mit James lange nicht geklärt werden. Jetzt sind Christina und ihr Ex-Mann sich endlich einig geworden. Das berichtet nun das Magazin TMZ, dem die Gerichtsdokumente vorliegen sollen. Laut den Unterlagen bekommt Christina das Haus in San Fernando Valley. Während sie und ihr Ex-Mann sich das Geld aus dem bevorstehenden Verkauf ihres Hauses in New York teilen werden. James erhält außerdem ein Auto, zusammen mit seinem persönlichen Besitz, und eine einmalige Zahlung von 687 US-Dollar, umgerechnet 179.970 Euro, von Christina. Aber gute Nachrichten für den Filmstar, sie darf alle Einnahmen und Tantiemen für ihre Arbeit behalten. Doch was ist mit ihrem Sohn? Christina und James haben das gemeinsame Sorgerecht für Freddy. Aber die Mutter trifft wichtige medizinische und schulische Entscheidungen allein. Unterhalt soll keiner von beiden zahlen müssen. Aber Christina wird für 100% der Privatschule und alle ungedeckten medizinischen Kosten für ihren Sohn aufkommen.